Die Handelsbandbreite des DAX, die betrug immerhin 6% seit unserer vergangenen Sentimenterhebung. Was die Anleger daraus gemacht haben, das erfahren Sie gleich. Hallo Herr Goldberg, der Sentiment-Index hat sich in dieser Woche ja nicht vom Fleck bewegt. Sehen Sie da eventuell ein Abwarten der Marktteilnehmer? Ja, Herr Muth, in der Tat, es hat sich nicht viel verändert. Überhaupt nichts hat sich geändert. Unser Börse Frankfurt Sentiment Index auf einem Stand von minus 29 ist er. Ein Blick auf die Grafik verdeutlicht das noch einmal. Und tatsächlich haben sich hier die Kurse zwar 6% in der Wochenbandbreite bewegt, aber nicht tief genug, um zu kaufen und letzten Endes auch nicht hoch genug, um die Pessimisten aus der vergangenen Woche aus der Ruhe zu bringen. Es ist also letztlich fast eine Situation, wo man sagen kann, die Pessimisten, sie haben nichts getan. Die Privatanleger sind aber auf der anderen Seite wenigstens etwas bullischer geworden. Woran liegt Ihrer Meinung nach hier dieser kleine Umschwung? Nun, wir haben hier den Börse Frankfurt Sentiment Index 4 Punkte fester als in der Vorwoche. Ein Blick auf die Grafik zeigt auch das. Wir sind jetzt bei minus 14. Das ist in der Tat keine allzu große Verschiebung. Die Pessimisten, die sind hier standhaft geblieben, wie die institutionellen Pendants. Das, was hier tatsächlich zu sehen ist, ist, dass ein paar vormals seitwärts orientierte Marktteilnehmer sich auf die Bullenseite geschlagen haben. Das sind 4% aller Befragten und deswegen haben wir diesen doch immer noch negativen Stand bei unserem Sentiment. Die Pessimisten haben sich ja erstmal bequem gemacht zu haben, zumindest in der Umfrage. Was bedeutet das denn Ihrer Meinung nach für deutsche Aktien in den kommenden Tagen und Wochen? Sie haben es ganz richtig gesagt, zumindest in dieser Umfrage haben sie es sich bequem gemacht, aber die Börsianer haben es momentan überhaupt nicht leicht. Wenn wir zum Beispiel auf den Montag zurückblicken, auf die Entwicklung etwa an den chinesischen Aktienmärkten, beim Shanghai Composite zum Beispiel, da sehen wir einen Aufwärtstrend. Da sagen natürlich Kommentatoren, das ist letztendlich staatlich verordnet, aber dieser Aufwärtstrend ist da gewesen. Der Aktienmarkt, die Aktienmärkte, sie kommen hier auch hierzulande nicht richtig unter Druck. Natürlich gibt es hier aus der Covid-19-Szenerie keine positiven Entwicklungen, aber letztlich schlägt sich das auch nicht in den Aktienkursen nieder. Die Angst, die die Marktteilnehmer im Hinterkopf haben, so weiß hier niemand so richtig, wie es tatsächlich um den DAX bestellt ist. Man wartet also hier ab. Aber man muss natürlich auch eines sagen, wenn die Kurse hier unter Druck kommen sollten, sprich also unter 12.000 gehen sollten, das wäre das Minimum, was die Pessimisten eigentlich brauchen, um ihre Engagements wieder glattzustellen. Daraus entnehmen sie schon, es ist keine richtig starke Angst vorhanden, sondern man versucht hier ein bisschen aus dieser Situation etwas rauszuholen. Da haben wir also die Nachfrage an der Unterseite, aber die Nachfrage bekommen wir auch und das ist eigentlich das Gefährliche an der jetzigen Situation. Wir haben ja immerhin im Rahmen dieser 6%igen Bandbreite einen Hochkurs gesehen, der ziemlich nah an dem Hochkurs vom 8. Juni, also dem bisherigen Höhepunkt der DAX-Rallye war, 12.915 waren das, glaube ich. Und da stellt sich natürlich so ein bisschen der Wunsch dar, das könnte vielleicht ein Doppeltop werden, würden die Techniker sagen. Und weil es eben dieses Doppeltop geben könnte, in der Vergangenheit ist das nicht oft der Fall gewesen, dass das funktioniert hat, aber weil es dieses Doppeltop geben könnte, werden diejenigen, die auf fallende Kurse setzen, erst oberhalb dieser Marke vom 8. Juni aktiv werden, also im Prinzip oberhalb von 13.000. Beide Szenarien sind positiv für den DAX. Danke für Ihre Einschätzung, Herr Goldberg. Bis nächste Woche.